Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play The Book of Unwritten Tales. Letztes Mal war eigentlich ziemlich viel los. Das ist mir jetzt so viel zu erzählen, also schaut euch einfach die letzte Folge an. Und heute reden wir mal zur Wasserleiche. Ist das nicht ein wunderschöner Tag heute? Okay. Ein feines Gespür sagt mir, dass du vielleicht Kummer hast. Ein ganz klein wenig vielleicht. So, Frauenkram oder sind es echte Schmerzen, also körperlich? Nein, es ist noch tausendmal schlimmer. Also Frauenkram. Es sieht so Badeunfall? aus, als hättest du ohne Schwimmflügel nicht ins tiefe Wasser gehen sollen, hä? Das war kein Unfall. Ich wollte mich umbringen. Hat fast geklappt. Ja, fragen wir mal sie mal, was eigentlich los ist. Na, na, meine Liebe, das ist schon alles nicht so schlimm. Erzähl dem Onkel mal, was los ist, hä? Ich lasse mich nicht veralbern. Es liege mir fern. Ihr Männer seid so unsensibel. Nur er nicht. Er hätte mich verstanden. Oh. Das hört sich sehr nach Frauengeschichte an. Wer ist er? Maximilian. Mein Maximilian. Oh, der schönste Mann, der jemals unter dem Angesicht der Sterne. Ja, und dann? Er ist fort. Deswegen wolltest du dich umbringen? Wir waren verlobt. Maximilian und ich wollten heiraten. Es war der Himmel. Ich als reiche Tochter eines Mithrilhändlers und er. Nur den tragischen Teil, bitte. Ich habe ihm kistenweise Gold und all meinen Schmuck als Beweis meiner Liebe gegeben. Er wollte damit die schönste Hochzeit organisieren, die... Aha, der Hofstaat ist durchgebrannt. Das denke ich auch. Durchgebrannt! Ihm muss etwas zugestoßen sein. Er muss aufgehalten worden sein. Vielleicht hat man ihn entführt. Und er schmachtet nun irgendwo in einem Turm. So wird's gewesen sein. Er wird zurückkehren. Und wir werden vereint sein. Wie zwei Liebende auf... Und warum machst du ausgerechnet in dieser Gruft die ruhige Atmosphäre kaputt? Dies ist die Ruhestätte seiner Vorfahren. Bis ich die Nachricht von ihm erhalte, werde ich hier mit seinen Ahnen warten. Ja, klingt logisch. Kann ja auch nicht mehr lange dauern. Nur vielleicht ein, zwei Ewigkeiten. So gerne ich auch mehr Zeit mit dir verbringen würde, ich muss weiter. Da muss ich gleich mal husten. Ich bin übrigens immer noch etwas heißer, also nicht wundern. So, wir gehen mal weiter. Am besten die Stiegen rauf. Und hier steht auch schon Gulliver und man kann es jetzt vielleicht besser sehen, aber er hat irgendein Problem mit seinem Kopf hey, und Gulliver. Körper oder so. Ah, der Lebende. Oh. Ob es Wilbur gut geht? Wohin haben die Orks ihn gebracht und was werden sie mit ihm tun? Sie haben ihn in ihr Lager verschleppt. So viel dürfte klar sein. Was sie mit ihm machen, weiß ich nicht. Könnte unappetitlich sein. Unappetitlich? Du meinst... Sagen wir so, wenn du dir Sorgen um das Leben des Kleinen machst, hast du vielleicht bald eine Sorge weniger. Tja. Ja, fragen wir mal, was mit seinem Körper ist. Kann es sein, dass dein Körper ein wenig verrückt spielt? Nein, kann nicht sein. Mein Körper ist doch noch gar nicht fertig. Ach so. Oder meinst du den Alten? Der verrottet in der Erde. Macht Sinn, ja. Meinte den da. Ach so, der. Ist nicht meiner. Ist nur geliehen. Ach so, klar. Ja, sehr sinnvoll. Wessen Körper ist das denn? Esthers. Und wer ist Esther? Keine Ahnung, kennen sie nicht. Aber das hier ist ihr Körper. Ihr hilft mir, bis ich meinen wieder habe. Dann wollen wir gemeinsam einen Kopf suchen. Esther. Genau. Hier gab es übrigens einen kleinen Skriptfehler. Im Text ist gestanden, dann wollen wir gemeinsam seinen Kopf suchen. Wobei Esther natürlich eine Frau ist. Man sieht sie ja am Busen vielleicht. Und in der Sprachausgabe sagt er natürlich dann einen.
Wo hast du den Körper eigentlich her? Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Du und Esters Körper. Ich lag hier draußen in einem Grab. Viele Jahre. Ich habe mich langsam herausgebissen, nachdem mein alter Körper aufgegeben hatte. Oh mein Gott. Draußen sah ich dann diesen Körper, wie er völlig kopflos in der Gegend herumtaumelte, Grabsteine umriss, gegen Wände lief. Ich dachte mir, das ist ein Zeichen. Natürlich, das ist ein Zeichen, dass hier ein Körper ohne Kopf rumläuft. Und was ihr da baut, soll dein neuer Körper werden? Exakt. Ist er nicht großartig? Naja. Ja, er ist... Noch nicht groß. Fertig. Leider zieht sich die Konstruktion ein wenig hin. Ich sag dir eins, frage niemals einen kopflosen Zombie, ob er deine Arme ersetzen kann, wenn du eine Präzisionsmaschine bauen willst. Werde es mir merken. Mal was anderes. Geht dir das Gezetere der gescheiterten Schwimmerin da unten auch so auf die Nerven? Also wirklich, die junge Dame hat großen Kummer. Und den lässt sie raus. Tag ein, Tag aus. Stundenlang. Was ist dran an der Geschichte mit ihrem verschollenen Liebhaber? Ach, der hat sie eiskalt sitzen lassen, hat sich ihr Gold gekrallt und macht sich nun ein süßes Leben irgendwo im Süden. Sie scheint da anderer Meinung zu sein. Die gute Frau hat es nicht so mit der Realität. Sie glaubt immer noch, alles würde sich eines Tages klären. Sie wartet auf seinen Erscheinen oder einen Brief von ihm, irgendetwas. Ich muss weiter, atmen, meinen Herzschlag spüren, solche Sachen. Lass dich nicht aufhalten. Solche Sachen, die du vielleicht nicht machen kannst. Okay, dann schauen wir uns nochmal um hier. Ich glaube, wir haben einige Sachen zum Einsammeln. Ein Topf mit einem zähflüssigen Klebstoff. Ein kleiner Holzspan steht im Topf. Hey, das will ich haben. Klebstoff ist immer gut. Eine plattgedrückte Tube mit gelber Farbe. Ich glaube nicht, dass noch viel drin ist. Ist egal, nehmen wir sie trotzdem mit. Na, ein kleiner Rest war noch drin. Die Tube brauche ich nicht mehr. Ich glaube, das ist so ein reißfester Faden, mit dem man Braten zusammenbindet. Auf der Rolle dürften gut und gerne 10 Meter sein. Also aus den paar Sachen könnte MacGyver schon eine Atombombe bauen. Bin gespannt, was wir damit anfangen werden. So, hier noch mal ein Grab anschauen. Ein Grab? Davon gibt es hier eine ganze Menge. Ich wüsste nicht, was an diesem besonders sein sollte. Vielleicht ist auch nichts Besonderes dran. Ja, ich würde gerne die Statue hier ansehen. Ja. Die Kerzen sorgen für die richtige Atmosphäre. Schaurig und dennoch ein klein wenig heimelig. Diese hier wird allerdings nicht mehr lange brennen, wenn weiterhin so viel Wachs abtropft. Naja, wenn man Wachs nachfüllt von oben, vielleicht geht das ja. Hey, Chef. Ah, der Lebende. Warum steckst du denn in einem Büsterbalken? Warum steckst du in diesem Ding da? Sag nicht aus modischen Gründen. Ich habe schon viel gesehen, aber das? Nein, nein, nicht dergleichen. Ein Paladin hat mir das Ding verpasst. Was hast du getan? Seine Schwester beleidigt? Tja, so könnte man das sagen. Er ließ mich deswegen an den Pranger stellen, aber auch dort konnte ich mein Mundwerk nicht halten. Darum hat mich die holde Dame erstochen. Oh, oh. Also kam ich als Geist zurück und habe sie um ihren Schlaf gebracht. Man hetzte mir einen Geisterjäger auf den Hals und tatsächlich hat er mich erwischt und getötet. Er hat einen Geist getötet? Guter Mann. Ich bin dann als erster untoter Geist der Geschichte zurückgekommen und habe die Hochzeit der holden Dame platzen lassen. So eine blödsinnige Geschichte. Daraufhin zauberte mir der Paladin diesen magischen Büßerbalken an den Hals. Nun lauert er draußen vor der Gruft. Er will mich in kleine Stücke zerteilen und ins Meer werfen, glaube ich. Wie gemein. Dabei hast du doch kaum was getan. Genau. Ich weiß nicht. Ich hatte viel Zeit zum Nachdenken. Und ich würde diese Fehde gerne beenden. Sie hat nur Unglück gebracht. Warum entschuldigst du dich nicht? Ich hab's versucht. Aber der Paladin ist nur auf Rache aus. Seinen Hammer hat er nach mir geschleudert. Jo. Wir sagen kurz mal auf Wiedersehen. Mach's gut. Und denke daran. Wir Untoten sind eure Freunde. Streng riechende, tote Freunde. Okay, ich werde es mir merken. Und der Harlekin hat... Soll ich über den Vernetzer an Harlekin nennen, obwohl er ja der Anführer ist? Der Harlekin hat noch einiges mehr zu erzählen, aber was genau sehen wir nächstes Mal, wenn es da heißt. Let's play the Book of Unwritten Tales. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß.